Hallo lieber Widder und willkommen zu dieser zweiten Tarot-Jahreslegung für 2024. Und in dieser zweiten Kartenlegung schauen wir über eine kleinere Timeline-Legung in die vier Jahreszeiten hinein. Ja, ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die eben auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und natürlich gibt es diesen Blick hier, diese Timeline auch noch tiefer greifend, wo ich dann in die ganzen 12 Monate hineinschaue, von Januar bis Dezember. Das gibt es als persönliches Video und mehr dazu erfährst du am Ende von diesem Video. Ich lege jetzt erstmal hier noch eine Reihe Karten aus für diese vier Jahreszeiten, die ja auch immer fließend ineinander übergehen. Und wir beginnen hier mit dem Winter. Und das ist dieser Winter, also das, was jetzt anfängt. Man könnte sagen, diese Legung gilt auch schon ab Dezember. Da haben wir ja schon den Winter. Und ich habe hier den Ritter der Stäbe. Das heißt, für den Widder habe ich hier in diesem Winter eine sehr feurige, nach vorne gerichtete Energie. Begeisterung, viele Ideen und auch vor allem den nötigen Drang und die nötige Kraft, das Ganze umsetzen zu wollen. Also man könnte sagen, der Widder, der hat diesen Winter Feuer unter dem Hintern. Und darauf liegt die Sieben der Schwerter. Und die Sieben der Schwerter hier in diesem After-Tarot zeigt immer, dass, ja, man könnte sagen, dass Lügen kurze Beine haben, dass man sich vielleicht aber auch Sorge macht, dass einem jemand etwas nachmacht. Ja, dass man, also ich habe so das Gefühl, dass du gerne Chancen ergreifen möchtest, bevor es jemand anders tut. Manchmal muss man schnell sein in den Dingen, die man tut und darf sich vielleicht auch nicht ablenken lassen. Ja, und das ist immer eine Karte, die auch mit so einer gewissen Verlustangst einhergeht, aber auch mit dem Wissen, dass man sagt ja, die kleinen Sünden straft der Herr sofort, ja, dass wenn jetzt jemand anderes wirklich versucht, dir etwas wegzunehmen, ja, niemand kann dir etwas wegnehmen, was wirklich zu dir gehört. Und das ist aber auch noch mal etwas, was dich hier zusätzlich mit antreibt. Ja, einfach so dieses Wissen, wenn ich das und das machen will, wenn ich die und die Idee in die Tat umsetzen will, dann muss ich schneller sein als andere. Ja, es kann auch sein, du möchtest vielleicht irgendetwas kaufen. Ja, du möchtest vielleicht, keine Ahnung, ein Haus kaufen und weißt, das Angebot ist super und du musst schneller sein, bevor es dir jemand wegnimmt, ja? Und diese Energie, die fühle ich hier im Widder-Kollektiv in diesem Winter. Und einerseits hat es etwas sehr Positives, weil es dir Feuerkraft gibt, weil es dich voranbringt, ja? Das ist eine Energie, mit der du sehr schnell sehr weit springen kannst. Und das ist auch manchmal so bei guten Ideen, dass man sie wirklich schnell umsetzen muss, bevor es jemand anders für einen tut. Ja, und man dann eben nicht mehr der Erste ist, der irgendeine Idee auf den Markt gebracht hat, irgendein Projekt verwirklicht hat. Ja, es mag auch sein, vielleicht geht es auch um die Liebe, dass es da jemanden gibt, für den ein Herz schlägt, wo du weißt, es sind aber noch andere Mitinteressenten dabei, wo du eben vielleicht auch schaust, dass du, ja, dass du derjenige, diejenige bist, die dann mit dieser Person zusammen ist und nicht einer oder eine von den anderen. Und ich ziehe hier noch eine Pflanze drauf. Ich habe hier die Reflexion. Ja, das bedeutet dann einfach auch noch, dass ich versuche gerade, das in Worte zu fassen. Es fühlt sich so an, als ob die Dinge wirklich zu dir passen. Ja, so dass du sagst, ich muss es wirklich haben.
Ich muss diesen Menschen in meinem Leben haben. Ich will dieses Haus in meinem Leben haben. Ich will diesen Job in meinem Leben haben. Oder ich möchte gerne dieses Projekt umsetzen. Ja, es geht um etwas, wo du dich 100%ig darin wiedererkennst. Ja, als ob das Leben dir etwas widerspiegelt, was dich wirklich berührt und was ebenso diese tiefe Leidenschaft in dir entfacht, sodass du gar nicht anders kannst, als nach vorne zu drängen und es dir zu holen. Und das finde ich alles in allem eine sehr positive Energie. Und daher kommt eben auch diese Angst, die hier damit eingeht, ja, dass du quasi Angst hast, jemand anders ist schneller, jemand anders nimmt es dir weg, jemand anders stiehlt dir die Möglichkeit, ja, weil es eben so gut passt. Aber ich sage an dieser Stelle einfach nochmal ruhig Blut, denn die Dinge, die wirklich zu dir gehören, die wird dir niemand wegnehmen. Und wir schauen weiter hier in den Osten. Und der Osten ist immer die Himmelsrichtung der aufgehenden Sonne, also der Frühling. Und im Frühling habe ich hier den Wagen. Und im Wagen, da geht es immer darum, dass wir eine Richtung finden, dass wir eine Entscheidung finden. Der Wagen kann immer mal einen Umzug anzeigen, auch dass man sich an einen anderen Ort bewegt. Ja, das kann zum Beispiel auch einen neuen Job bedeuten, sowas in der Art. Also ich sehe hier für dich im Frühling eine Zeit der Erneuerung und der Richtungsfindung. Und es kann sein, dass du einfach so ein bisschen Zeit brauchst, um dir das Ganze wirklich gut zu überlegen. Der Wagen ist auch immer eine Karte von gut durchdachten Entscheidungen. Ja, das ist quasi kein Schnellschuss, aber der ist auch sehr zielgerichtet. Ja, es ist, als ob diese nach vorne drängende Energie sich im Frühling setzt und du dir mit einer etwas größeren Entscheidung ein bisschen mehr Raum und Zeit lassen kannst, auch Richtung finden kannst. Und wenn der Fahrer des Wagens den Wagen in Bewegung setzt, dann lässt er sich eben auch von nichts und niemandem aufhalten, ja? Und das ist das, was diese beiden Jahreszeiten auch so gemeinsam haben, ja? Ich bekomme für den Widder im Jahr 2024 und auch jetzt so in dem Übergang so diese Energie, dass du dich einfach von nichts und niemandem aufhalten lässt. Und das kann dich sehr weit bringen. Ja, und hier kommt ein Neuanfang zu dir. Also der Frühling ist eine positive Zeit für einen Ortswechsel, für einen Jobwechsel oder was auch immer das vielleicht in deinem Leben noch sein kann. Wir sind ja in einer ganz allgemeinen Legung, ja, und ich sehe hier so einen Neuanfang, der sehr positiv ist, weil einfach sehr viel Altes von dir abfällt. Es ist so leicht und frei von Last und positiv und aufgeschlossen fühlt sich das Ganze an. Also wirklich sehr, sehr schön, schöne Energie. Und ich habe hier Serapis Bay, den Aufstieg. Und er sagt, dass du einfach noch mehr dein wahres Selbst zum Ausdruck bringen darfst. Und du sollst dich über die Dunkelheit in deinem Leben erheben. Und das Licht ist hier. Und das hängt auch zusammen mit dieser vorwärts drängenden Energie, ja, wo du dich wirklich von nichts und niemandem aufhalten lässt, noch nicht mal von dir selbst. Es ist, als ob du diese ganze Schwere, diese ganze Dunkelheit abschütten kannst. Und das beginnt schon jetzt im Winter, im Dezember. Und setzt sich dann fort in den Frühling. Nur im Frühling, da ist das Ganze einfach ein bisschen gesetzter, ein bisschen ruhiger. Wir schauen in den Sommer. Im Sommer habe ich hier den Prinzen der Scheiben und auch hier ist wieder diese Vorwärtsbewegung zu sehen. Ja, dieser Ochse, der hier den Wagen anzieht. Ja, wir haben hier auch wieder beides Mal einen Wagen, ein Gefährt, mit dem du dich voransetzen kannst. Also von dem her, wenn du jetzt etwas Größeres planst, wie einen Umzug, einen Jobwechsel, ja, dann kann es eben sein, dass der Frühling noch so die Zeit ist, wo du dir das Ganze gut überlegst und so ein bisschen reflektierst, auch in welche Richtung es für dich geht, was wirklich für dich passt. Und der Wagen setzt sich dann im Sommer in Bewegung. Es kann zum Beispiel auch eine Reise sein. Und der Prinz der Scheiben ist immer eine Karte, die einfach auch betont,
dass diese Reise in das Neue, dass das, was du tust, Spaß macht und dich erfüllt, ja? Und dass es etwas ist, was nicht nur Spaß macht, sondern was du einfach auch genießen kannst, ja? Weil es dir auf allen Ebenen gut tut. Und wir haben hier wieder den Ritter der Stäbe. Also auch hier wieder dieses mit Leichtigkeit über Hindernisse springen, einfach so dieses innere Feuer haben. Und als Widder bist du ein Feuerzeichen, ja, was, wie soll ich sagen, du darfst dich 2024 wirklich so von den Dingen tragen lassen, die dir Spaß machen. Ja, lass es einfach zu, dass das Leben dein inneres Feuer entfacht und schau, was daraus wird. Ja, erlaube dem Leben, dich hier zu überraschen und dich aus dieser Dunkelheit herauszubringen. Und die Dunkelheit, die haben wir ganz oft in uns selbst, die Trägheit haben wir ganz oft in uns selbst. Und es fühlt sich für mich so an, als ob es für dich leicht werden kann, das abzuschütteln, vorausgesetzt, dass du das willst. Also die Energien hier für den Widder unterstützen dich dabei. Aber du musst natürlich auch das eine oder andere selbst dazu tun. Und ich habe hier den Pfeil, der sagt, umgebe dich selbst mit schützender Energie. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass wenn wir vorangehen, wenn wir die Dunkelheit abschütteln, dass wir dem Licht, was wir freisetzen, dieser Helligkeit in uns, dieser positiven Kraft, dieser positiven Lebensenergie, immer diesen schützenden Mantel umlegen, damit sie sich im Alltag nicht verflüchtigt oder uns abgezogen wird. Und dann schauen wir in den Herbst. Im Herbst habe ich hier das Licht der Sonne, ja. Das ist, als ob sich hier der Sommer im Herbst fortsetzt. Also ein schöner Altweibersommer hier sozusagen. Und auch hier sehe ich wieder Lebenskraft, Wachstum, Neuanfang, ja. Also es sind wahnsinnig positive Energien, die sich hier für das Kollektiv der Widder in dieser Timeline zeigen, ja. Auch Verspieltheit, auch wieder hier so diese kindliche Unschuld, die mit drin ist, den Dingen ohne Vorbehalte begegnen zu können, ja. Und um den Dingen ohne Vorbehalte begegnen zu können, müssen wir die ganzen Lasten, die ganzen schweren Erfahrungen der Vergangenheit auch zurücklassen können. Und dann haben wir hier noch den Turm. Und der Turm bringt hier eine Erkenntnisenergie mit hinein. Ja, dass man quasi sagen kann, dass dir, ja, dass dir wie ein Licht aufgeht. Und man sagt ja auch dem Licht der Sonne nach, dass keine Schatten im Licht der Sonne existieren können, ja. Und das ist einfach hier auch so diese Schwere, die uns Menschen oft umgibt. Ja, man sagt nicht umsonst schwermütig sein, ja. Und diese ganzen schweren Energien kannst du abschütteln. Ja, die Energien unterstützen dich dabei und du wirst hier auch erkennen, woran es gehangen hat in der Vergangenheit, dass du vielleicht nicht so aus dir raus konntest, dass du dich nicht so ausdrücken konntest, dass du deinen Weg nicht auf die Art und Weise gehen konntest, wie du das vielleicht gewollt hättest. Ja, also ich sehe hier sehr viel Wachstum und wie gesagt, wenn wir wachsen, ja, dann werden wir immer größer. Und wenn wir von oben nach unten schauen, dann haben wir diese Erkenntnisse, die hier liegen. Diese Karte möchte noch zu dir. Die Stimulation, die Chili. Ja, das ist auch wieder das Feuer. Ja, also es ist ein Jahr gefüllt mit Feuer, mit Lebenskraft. Und das Feuer hat eine sehr reinigende Energie. Wie gesagt, das, was das Feuer reinigt, das darfst du hier mit dieser schützenden Energie ummanteln. Und eben einfach schauen, dass wenn du deine eigenen Schatten abschüttelst, die Trägheit abschüttelst, das, was dich zurückhält, quasi meisterst, dann lass nicht zu, dass Dinge von außen, irgendwelche externen Dinge, hier wieder diese Wachstumsenergie und diese Stimulation der Lebenskraft unterwandern. Das wäre sehr, sehr schade, weil du hast hier ein unheimlich hohes Energiepotenzial liegen, 2024. Ja, das ist einfach ein Jahr, in dem du aus dir selbst herauswachsen kannst, in dem du mühelos über Hürden springst, die dir zuvor
unüberwindbar geschienen haben. Ja, du musst nur Acht geben, dass diese Wachstumsenergie, dass diese positiven Energien den Raum bekommen, sich auszuweiten. Ja, aber das Ganze ist hier so positiv, dass du dir eigentlich noch nicht mal mehr selbst im Weg stehen kannst. Ja, von dem her, lieber Widder, ich freue mich, dass sich die Energien für dich hier in den vier Jahreszeiten so unglaublich positiv ausdrücken. Das ist wunderschön. Das ist auch etwas, was die Welt ganz dringend braucht. Die Leute, die so in ihr Licht hineintreten, die im Positiven vorangehen und sich einfach von nichts und niemandem aufhalten lassen. Ja, lieber Widder, soweit deine vier Jahreszeiten-Timeline für 2024. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe! Und hier siehst du noch ein Beispiel für eine Jahreslegung, die über 12 Monate geht, die ich nur persönlich aufnehme als Video zum Download für das neue Jahr. Und diese Legung, die geht immer von Januar bis Dezember und zeigt eben in verschiedenen Bereichen an, was wirklich wichtig ist zu sehen. Und falls dich das interessiert, falls du Interesse hast, so ein Video für das kommende Jahr zum Download zu bekommen, findest du alle Infos dazu auf meiner Website www.sonne-sand-meer-tarot.de und den Link dazu findest du ebenfalls unter dem Video. Alles Liebe!